10 Tage Haare nicht waschen. Kann ich das überleben? Überleben das meine Haare? Ist das gesund? Ist das ungesund? Zurzeit ist es ein Trend, aber nicht alle Trends sind gesund. Haare fetten nach, das ist die Natur. 10 Tage Haare waschen ist eine Herausforderung, die man annehmen kann, die aber sportlich ist. Ich kann euch ein medizinisches Statement dazu geben. Mein Name ist Dr. Barbara Meyer-Lehmann. Ich bin Hautärztin bei Dermanostik. Dass die Kopfhaut fettet, ist ein völlig normaler Prozess. Die Kopfhaut enthält Talgdrüsen, die Talg produzieren und der eben, wenn er nicht entfernt wird, durch die Haarwäsche zu fettigem Haar führt. Neben dem normalen Nachfetten der Kopfhaut gibt es auch Krankheiten, die dazu führen können. Hormonstörungen können ein vermehrtes Nachfetten der Haut und auch eben der Kopfhaut bedingen. Auch bei manchen Hauterkrankungen oder Hautinfektionen, sprich Pilze, ist der Talghaushalt der Kopfhaut gestört. Wir beraten euch sehr gerne bei Dermanostik, denn wir beraten ja zu Haut, Haaren und Nägeln. Was ist Ausfetten der Kopfhaut? Ausfetten heißt eigentlich nicht mehr, als dass die Kopfhaut eine Schonungspause bekommt. Unterschiedlich lang. Oft ist es nach 3, 4 Tagen so, dass die Haare vom Kosmetischen her natürlich zweifelhaft werden, aber auch die Kopfhaut zu jucken anfängt. Dann sollte man die Haare schon waschen. Denn Bakterien und Pilze können sich an der Kopfhaut ansammeln. Umso weniger gewaschen wird, umso mehr werden sie. Oder eben auch, wenn man einen Beruf hat, in der Küche arbeitet, ist es nahezu unmöglich, weil eben auch Dämpfe, die zum Teil auch schädlich sind, fetthaltige Dämpfe, Aromastoffe und sonstiges, sich in den Haaren ansammeln kann, die dann einer Entfernung durch eine Haarwäsche bedürfen. Eine Schonung der Kopfhaut über eben einen gewissen Zeitraum, der sich aber eher über Tage und nicht über Wochen erstrecken sollte, ist durchaus sinnvoll, weil eben die übermäßige Reizung der Kopfhaut auch mit einer übermäßigen Talgproduktion einhergeht und das kann man durch Schonung der Kopfhaut unterbinden. Durch diese Schonungspause normalisiert sich nämlich der Hautstoffwechsel der Kopfhaut und es wird weniger Talg produziert. Das heißt, die Haare fetten nicht so schnell nach und erscheinen dadurch weniger fett. Was hilft noch bei fettiger Kopfhaut, beziehungsweise was hilft gegen fette Haare, indem man eben die Kopfhaut nicht so sehr strapaziert. Milde Shampoos verwenden, am besten mit Wasser verdünntes Shampoo verwenden, um die Kopfhaut eben nicht zu reizen und eben damit auch nicht zur Fettproduktion zu reizen. Auch übermäßiges und zu langes und zu heißes Föhnen ist für die Kopfhaut nicht gut. Und auch den Gebrauch von Stylingmitteln, sprich Wachs, Gel, Haarspray und ähnliches, sollte man auch dosiert machen. Das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt aufs Glöckchen. Wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet, hier geht's zum nächsten Video.